Wie hat er mich berührt? Ich hatte starke Nacken- und Halsschmerzen, sehr, sehr lange Zeit. Und gestern hast du für mich gebetet und seitdem ist es so. Yesterday he got in his leg. And what did he take? He had a strong pain from a heart. Yes, how many years? 24 years. Whoa. Wow. Also seit 24 Jahren hat er so starke Schmerzen. And was the pain there every day? Yes. War er jeden Tag, hatte sie jeden Tag diese Schmerzen? Ja. Isn't that wonderful? Because some people think, because they've been sick for a long time, it's harder for God. Manchmal denken die Leute, wenn du schon so lange so krank bist, dann ist es schwer. It's the same with God. It's the same if you pay for 24 hours or 24 years. It's the same in God's economy. Aber bei Gott ist es egal, ob du 24 Stunden betest oder 24 Jahre. It's just as easy for one day than 24 years. Es ist genauso einfach für Gott, wenn du einen Tag Schmerzen hast, ob du 24 Jahre lang Schmerzen hast. And this man came all the way from Munich. Und dieser Mann kam den ganzen Weg aus München. If you've come from a long way away. Gib mal deine Hände hoch, wenn du von weiter weg kommst, aus München oder? Wow. They've come from everywhere. Die Leute kommen von überall her. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible.